Heute bin ich mit Ugo unterwegs. Ugo ist der Leiter der Landwirtschaft bzw. kümmert sich um die ganzen Zulieferer von den Tomaten. Ugo, erzähl mir, wir sind ja jetzt hier auf einem Feld und was ist das Besondere oder warum gerade diese Tomaten für die gute Qualität von Mutti Parma? We are in Parma, in a location close to our factory. Also erzählt gerade, dass Sie genau aussuchen, was Sie für Tomaten anbauen lassen, was für ein Feld, das ist sehr, sehr wichtig. Und natürlich dann auch die Zeit, wie viel Zeit die Tomaten dann haben zum Wachsen, zum Kultivieren. Und sag mir, was macht eine gute Tomate aus? Okay. So, the first trait is the color. Color, okay. Fully red. Then the skin. The skin will be tough enough, but the most important thing is the maturation. Here you have the wall. Heißt, ganz wichtig, die Außenwände müssen schön fest sein. Da steckt die Süße, die Würze drin. Und in diesem leicht galertartigen sowohl die Feuchtigkeit als auch ebenfalls der Geschmack. Und beides zusammen, das macht dann die hohe Qualität von Mutti Parma aus. Letztendlich spielt alles eine wichtige Rolle. Der Boden spielt eine Rolle, die Kulturen der Tomaten spielt eine Rolle und natürlich dann auch die richtige Zeit, wann die Tomate geerntet wird. Heißt, nicht zu früh, nicht zu spät, sondern immer den richtigen Zeitpunkt abpassen und dann kommt da eine richtig gute Tomate bei raus.